Fuß. Und Bomber. Okay. Es reicht leider nicht. Nächste Runde dann. Ja. Okay, es hat gereicht, um den umzubringen. Das hört sich doch. Hört man doch sehr gerne. So. Wie für ihn reizt nicht. Ah doch, hier. Hat doch gereicht. Runde beendet. Zack. Level 7. Okay, das sieht jetzt ein bisschen schwieriger aus. Geh erstmal die verdorbene Essenz. Hier, mehr epische Gegenstände auf Maximum. Okay, Stadt haben wir alles. Gebäude. Ey, das wären sich... auch nicht schlecht. Ja doch, das gefällt mir eigentlich. Mehr Leben für die ganzen Mauern, dann überlebe ich am Ende eh mehr. Das mit dem Helden. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Sogar wesentlich schwieriger. Alle Helden haben plus einen Vorteilspunkt. Oh, das ist wirklich nicht schlecht. Oh, die Todesverweigerung. Oh, das ist sehr gut. Das nehme ich. Also die Todesverweigerung ist ja wirklich gut. Habe ich hier eigentlich irgendwas noch? Okay. Das an sich ist sehr cool. Wir müssten noch 21 Waffen kaufen. Das mit den Dolchen, das kommt noch. Genauso wie mit den Rüstungen. Gibt's gebäudemäßig? Leichen explodieren. Oh, das hört sich eigentlich gar nicht schlecht an.
Das werde ich auch noch irgendwann haben. Und halt die Ausrüstung sowieso irgendwann alles. Aber das wäre jetzt das Effektivste, was ich benutzen könnte, um am Anfang ein bisschen stärker zu werden. Es sind halt noch 21 Waffen. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das habe. Alle 4 Silberlangbogen. Oh, hier Giftschaden. Ja, komm. Gebe ich dem hier gleich. Hier, du hast wieder 2 Punkte, die ich verteilen kann. Definitiv erstmal das und auch wenn ich schade finde für die Erfahrungspunkte, aber 50% mehr Schaden ist halt, da kann ich nicht nein dazu sagen. Und als nächstes menschliche Basilisk. Der lang. Oh, noch mehr Reichweite. Der doch. Oha. Ja, komm. Ist doch wurscht. Tägliches Mana. Mana an sich. Na, Crit. Ich nehm Crit. 23% ist eine Menge. Na, ich. Noch mehr Mana. Okay, die 110 sollten reichen. Okay, du hast auch 2. Nämlich definitiv das und menschliches Basilisk. Und auf jeden Fall das mit dem Blink, weil ich habe hier gesehen, am Ende das brauche ich. Oh ja, hier blocken. Mana. Okay, Isolation ist sehr gut. Oh, ist das... Ja, okay, Zuverlässigkeit brauche ich bei denen jetzt wirklich nicht. Dann nehme ich lieber Giftschaden. Okay, du hast auch 2. Das ist jetzt ein bisschen... Bisschen komplizierter. Ja, die Reichweite. Von eigentlich bist du ja auch hier Dolch, ne? Stimmt, ich will aus dir noch einen Dolchkämpfer eigentlich machen. Eigentlich zumindest. Okay, deswegen Bewegung. Schaden. Ja, tägliches Mana brauche ich ein bisschen. Giftschaden, sehr gut. Okay, und du bist der Einzige, der nur ein Level gestiegen ist. Was eigentlich sehr enttäuschend ist. Okay, Zuverlässigkeit, ja doch, Zuverlässigkeit, Genauigkeit. Das ist das, was er braucht? Oder sagt sie? Mehr Mana. Mana ist besser als Crit. Mana-Regeneration reichen 21. Nehme ich lieber die Isolation. Nächste Runde hast du dann auch die plus 50. Okay. Erstmal Dolch. Hallöchen, Dolch. Plus Epic Helm. Ja. Warte. Also, passt schon. Passt schon.
Einheiten. Ich wollte... Ich wollte, dass du einen Dolch hast. Ich will 2 Dolcheinheiten. Okay, ausweichen, Rüstung. Ich kann dir dann erstmal den hier geben. Hier das mit der Nebenhand. Ja. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, 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 okay. Definitiv Gasthaus. Und ab jetzt wird es halt komplizierter. Ich. Ja. Ja doch, ich muss hier. Zack. Einen neuen Helden kaufen. Einen kann ich für diese Runde. Naja. Opportunist, dann wärst du eigentlich auch gut für den mit Magier. Oh, Schaden ist nicht schlecht. 2 Beutelplätze. Okay, also plus 5 Schaden, Resistenz. Bisschen Mana weniger. Hier wäre das mit einem Opportunist halt deutlich besser. Deswegen zack. Und aber das, ja, das kann ich ja jetzt den wieder wegnehmen. So. Du bist Stufe 7. Du kannst 2 Waffen haben. Deswegen lassen wir mal dein hier drin. Gift ist betäubend. Das kann ich gebrauchen. Mana ist Schaden. Und dann eine höhere Chance zu betäuben. Und alleine bist mehr Schaden. Ja, mehr Reichweite, mehr Mana. Oh, das mit dem Mana-Schild ist cool. Für jede 2 ausgegebene Mana 3 Blocken mehr. Mehr Ausbreitung. Und wenn vergiftet ist, gleich ansteckend. Ah, ich nehme das mit dem Schaden erstmal. Okay, mehr Mana im Allgemeinen. Nochmal mehr Mana. Ja, tägliches Mana. Magische Schaden, definitiv. Da kann ich gar nicht nein sagen. Okay, wir wollen. Oh, Isolation. Tägliches Mana. Tägliches Mana. Das reicht jetzt mit täglichem Mana. Giftschaden. Super. Ja, das müssen wir aushältst. Das ist schon wichtig. Okay, Mana. Mana ist gleich Schaden. Also immer Mana nehmen. Ja, komm. 8 Blocken. Resistenz. Ja, wenn ich jetzt 23% weniger Schaden kriege, wenn das so gerechnet wird, dann wäre das schon
echt nice. Okay, jetzt ist die große Frage. Ich könnte das mit dem Geld machen. Es wären aber nur 120. Das wäre jetzt nicht das Wahre. Mit den Gegenständen. Okay, ich guck mir das mit den Gegenständen an. Was für ein Level sind die denn? Wir sind schon Level 3. Okay, Level 3 hört sich vielversprechend an. Jetzt kriege ich nur Level 2 raus, super. Paladin-Beinschienen. Genauigkeit und Ausweichen runter, aber dafür halt Rüstung und Blocken. Ist es das wert? Nur ein bisschen Ausweichen runter, Blocken, Schaden und Rüstung mehr. Oh, dann nehmen wir das. 210 Rüstung ist schon... ist schon eine Anzahl. Da gehe ich definitiv lieber auf... mehr Material als Geld. Nächste Runde brauche ich das Seherhaus, weil noch näher darf der Nebel nicht kommen. Ja, noch näher wäre zu gefährlich. Deswegen erstmal alles hier jetzt, dass sie doppelt schießen können. Ist egal, wie viele kommen. Damit meine ich egal, wie viele. Erstmal gesichert bin. Das wird wahrscheinlich eh mein ganzes Ding hier verbrauchen. Ich habe sogar gar nicht mal so viel, um alles abzugraden. Das macht es ein bisschen traurig. Geh ich vor. Das. Okay, so. Ja, doch, die beiden, das sind die zwei. Vor allem die Kombination aus den beiden ist halt das Bessere. Ja. Du bist alleine. Und du. Du würde ich sagen. Eigentlich mit hier hoch, ne? Weil wenn hier jetzt so viele kommen. Dann wäre das definitiv der beste Zug. Okay, zack. Jetzt ist es wirklich egal, von wo die kommen. Okay, wer braucht... Okay, ich habe noch ein paar Nächte, aber es... ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ja doch, das... ich meine, die Waffen habe ich schon mal, die sie haben sollen. Und welchen will ich als nächstes? Am besten wäre noch so ein Bogenschützen. Ja, das wäre am absolut besten. Okay. Ich würde euch... beide ehrlich gesagt gerne tauschen. Du bist der mit dem Ultragiftschaden. Nein.
beide haben nicht wirklich hohen Gift. Das war's. War das jetzt echt nur er, der so einen hohen Gift hat? Ja. Witzig, okay. Ist ja auch in Ordnung. Gift 75. 54. Ja, hoffen wir aufs Beste. Hoffen wir aufs Beste. Versuchen wir es. Nacht Nummer 4. Ach du liebe Güte. Ja. Schwertexplosionsschriftrolle. Erstmal vergiften. Einfach mal versuchen, sie ganz doof alle zu vergiften. Nach oben. Ich habe da wirklich keine Wahl. Und hier möchte ich versuchen, mehr Leute vergiften. Ich kann nur hoffen, dass es nach rechts geht. Zum Bomber. Ja, einmal wenigstens. Wenigstens etwas. Ich dachte, bevor er die Leute heilt. Ja, doch. Okay. 5. Auch 5. Alles trifft. Ja, hm. Ja, doch. Ölen explodiert. Okay, der unterstützt dir also. Zack, weg. Okay, definitiv hier, hallo. Zack, zack, zack. Zack. Ohne Wenn und Aber. Okay, erstmal hier hin. Tötet ihr ihn gleich? Nein, sehr gut. Okay, der würde so sterben. Okay, der jetzt auch. Glück gehabt. Aber es ist eigentlich gut, dass sie so in der Ecke sind. Wie gesagt, mit denen kann ich hier hoch und die alle vergiften.